Hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir sind nach dem letzten kleinen Malheur wieder im Ilmater-Tempel. Nichts leichter als das. Und den verlassen wir jetzt einfach mal. Gut. Das war doch der Ilmater-Tempel, oder? Beinahe unter meiner Würde. Du bist die Sirene. Fass mich nicht an. Ich bin super wichtig. Ja. Nein, Latander. Wir brauchen im Moment keinen Heiler. Okay, da muss ich mich korrigieren, weil mir ist gerade eingefallen. Ilmater ist der Gott, der sich gerne selbst verstümmelt. Beziehungsweise deren Priester sich gerne selber verstümmeln. Also selber martern, um anderen zu helfen. Latander ist, glaube ich... Das ist, glaube ich, der Gott des Handels. Oder der Gott der Sonne. Könnte der Gott der Sonne sein. Ich kenne nicht alle Götter, muss ich zugeben. Eure Ehrlichkeit ist erfrischend. Aber etwas Taktgefühl täte auch ganz gut. Das hat er wahrscheinlich jetzt gerade zumindest gesagt, der gute Khalid. Latander. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Gott, was Latander alles steht. Na gut. Wir gehen erstmal hier so rum und dann machen wir hier zickzack und erkunden dann das Gebiet. Haben wir schon nach Norden geguckt? Nein, haben wir nicht. Also jedenfalls nicht in dem nach dem letzten Laden. Ja, da ist Larswood. Gut. Von Larswood haben wir ja schon gehört. In der Gegend sollen sich die Räuber rumtreiben. Da will ich allerdings erstmal noch nicht hingehen. Weil diese Söldner, von denen wir erfahren haben, sind doch schon ganz schön harter Schnack. Ah, da sind unsere Wölfe. Ihr habt so, den Vampirwolf, den tun wir diesmal nicht unterschätzen. Deswegen werde ich jetzt erst einmal einen von den Vampirwölfen ausschalten. Genau, die haben nämlich jetzt gerade schon Yahira gelähmt. Und getötet. Na, das ist nicht so toll. Wir haben zwar den Tempel gleich nebenan. Nichts leichter als das. Aber trotzdem ist das kacke. Diese Vampirwölfe sind doch recht stark, wie man merkt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ich glaube... Ihr habt gerufen? Wir machen das anders. So. Genau, alle auf den Vampirwolf. Hoffentlich machen wir... Doch, wir haben den zweiten schon angelockt. So, ein Vampirwolf geht auf mich, einer geht auf Minsk. Vielleicht haben wir Glück. Okay, Minsk ist gelähmt. Ein Vampirwolf ist verschreckt. Oh, ich bin auch gelähmt. Also Talisa ist gelähmt. Ich bin ganz ohr. Das sieht wahrlich nicht so toll aus. Oh. Okay, der zweite Vampirwolf ist weg. Ist verängstigt, habe ich eigentlich gedacht. Okay, der Segen hört auf. Minsk ist fast tot. Du bist ja ein komischer Kauz. Ja. Und Minsk ist tot. Von einem normalen Wolf totgebissen. Nein, ein Schreckenswolf. Also ja, diese Kombination aus Wölfen ist böse. Beinahe unter meiner Würde. Ich glaube, ich muss das dieses Mal anders machen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, Hira, buff uns hoch. Wir wollen hier ein paar Meter vor. So. Zwei Wölfe angelockt. Draufhauen. So, der erste Vampirwolf ist weg. Sehr schön. Nichts leichter als das. Ein Vampirwolf und einen Wolf gekillt. Der Rest ist dann kein so großes Problem mehr. Alle auf den Vampirwolf. Was ihr
Dünner hier wirft magische Geschosse auf den Vampirwolf. Genau, so ist das doch viel angenehmer. Noch ein paar Mal auf den einen Wort. So, solange die Vampirwölfe uns nämlich nicht lähmen können, ist alles gut. Die geben auch entsprechend Erfahrung, soweit ich weiß. Da machen wir kurz Stopp. Ja, also Vorks geben 650 und ein Vampirwolf. Hab ich da 2000 gelesen? Ja, 2000 Erfahrungspunkte durch einen Vampirwolf. Hm. Und der zweite auch 2000. Okay. Walk tot oder 20? Ach so, Schreckenswürfe geben mehr. Warum auch immer. Das waren jedenfalls ordentliche Erfahrungspunkte. Die Mäuel sollte ein bisschen zurückgehen sein. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Ja, hier. Eine Stufe höher. Gibt gleich nochmal 7 Lebenspunkte. Mehr können wir nicht vergeben. Und schwupps hat sie mehr Lebenspunkte als Minsk. War gut. So, nach diesem anstrengenden Kampf kurzer Quick Save. Und ja, ich glaube, das ist nicht der einzige heftige Kampf hier. Hier sind noch 2 Schreckenswölfe. Also nochmal gute Erfahrungspunkte. So, ja, 650 für einen Schreckenswolf. Die Waage, die sind nicht ganz so toll, was die Erfahrungspunkte angeht. Aber wir sind hier nicht wählerisch. Wir töten alles, was uns töten will. Also was uns wirklich töten will. Berigost ist im Westen von hier aus. Sehr schöner Wegweiser. Mitten in der Pampa. Hier ist nicht mal eine richtige Straße oder so. Nur ein Adler. Ja, ich mag es, wenn die Adler... Oh, Hobgoblin. Ja, Hobgoblins. Glaubt ihr, wir haben vor euch noch Angst, nachdem wir hier gerade ein paar Vampirwölfe getötet haben? Ne, die haben Angst vor uns. Ja, lauf ruhig weg, weit kommst du nicht. Oh, er hat seinen Mut wieder gefunden. Ja, nichts leichter, was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Was habt ihr denn dabei? Wahrscheinlich nicht viel, oder? Doch, 23 Gold ist nicht wenig. Also wenn es über 20 Gold ist oder ein bisschen Edelsteine ist, dann rentiert sich ja 9 Gold, naja. Aber ein Silberring ist auf jeden Fall was wert. Noch ein Silberring. Und der letzte. Infravision. Kann Dünner hier wahrscheinlich schon? Yep. Also zu Kalle zum Verkauf. Wie der Rest auch. So. Was? Oh. Nebenbei hast du den hier schon identifiziert für mich. Schutzring plus 1. Sehr schön. Khaled trägt noch so einen. Den identifizieren wir dann nach der nächsten Rast. Da sind alle Ringe identifiziert. Feuerschutzring. Hm. Gut. Gut. Weiter gehen Süden. Nach Osten haben wir ja schon geguckt. Genau, da ist dieses Gebiet hier. Beinahe unter meiner Würde. Hm. Ja, wir sind gleich im Süden. Und hier geht's wahrscheinlich. Wohin geht's hier? Ah, Ulcaster. Davon haben wir schon gehört. Das ist die Schulenruine. Also das war mal die Schule von Ulcaster. Also so hieß der Direktor dort auch. Da wollen wir allerdings nicht hingehen mit Ruinen. Nö. Das können wir machen, nachdem wir die Küste abgegangen sind.
können wir uns Ulcastors Schule mal ansehen. Wir wissen ja jetzt, wo die... Hallo? Ein Hobgoblin, der einfach hier rumsteht. Halt die Klappe! Und nicht mit uns reden will. Oh, der da scheint der Anführer zu sein. Hey, Kattak. Hehehaha, du nicht kämpfen. Wenn kämpfen, dann du tot. Gold und Eisen her oder du tot. Verstanden? Tot, tot, tot. Wir werden nicht gegen euch kämpfen. Im Gegenteil, wir wollen uns eurer Gruppe anschließen. Eigentlich nicht. Wir werden uns niemals ergeben. Ihr möchtet gern Plünderer. Ihr habt Mumm in den Knochen. Wir machen Mehl daraus. Ihr werdet schon sehen. Kalte Hand, greif an. Oh, das sind Ochse. Hobgoblins der kalten Hand. Das war schon mal die Anführer. Das sind sehr mutige Hobgoblins, muss ich ehrlich zugeben. Komm her. Oh, da ist noch einer. Na, komm her. So, was haben sie Interessantes dabei? Nichts. Ein Bastardschwert. Bolzen. Oh. Kannst du die identifizieren? Bolzen plus 1 sogar. Nebenbei, immerhin braucht Pfeile. So. Nichts leichter als das. Ein bisschen Gold. Ich will mal gucken, was der Anführer dabei hatte. Ein bisschen mehr Gold. Oh, einen Zweihänder. Minsk. Bitteschön. Das musst du dir wenigstens keine Sorgen machen, dass dir die Waffen ausgehen, weil du bist der Einzige, der noch keine Waffen hat. Oh, Schutz vor dem Bösen. Schutz vor dem Bösen kann Dyna hier, soweit ich weiß. Kann sie das schon? Ja, tatsächlich kann sie schon. Das werden wir wahrscheinlich gebrauchen können. Deswegen behalte ich das mal. Ihr Kali, du bist schon wieder fast voll. Gut. Ach, wir wollten nach Norden weiter. Stimmt. Hier rum um den Felsen. Ja, schon ziemlich frech, dass sich so viele... Oh, hallo, Wölfe. Dass sich so viele Hobgoblin-Räuber... So viele Hobgoblin-Räuber so nah an einem heiligen Tempel eingelistet haben. Oh, Kali sieht ein bisschen angeschlagen aus. Eine Aufgabe? Ja, hier hab besser mal nach. Ja, so sieht das schon besser aus. Talisa ist auch ein bisschen angeschlagen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was? Ja, oh, allgegenwärtige. Und ja, ich heile da wirklich schon mal ein bisschen dagegen. Ja. Gut. Sicher ist sicher. Weil unsere Heilzauber sind ja leider nicht wirklich toll. Also nicht mehr. Wir sind ja schon ziemlich... Na gut, wir sind Level 4, oder? Ja. Wir sind gerade mal auf Level 4 und schon sind unsere Heilzauber relativ schwach geworden. Und wie gesagt, ich glaube, Dyna hier kriegt hier erst recht spät die guten Heilzauber. So, hier ist zerklüftetes Gebiet. Ah, wenn wir da drumherum wollen. Latschen wir nicht hier außen rum. Nee, nee. Oh, da steht jemand. Hey, du. Wissen, klug eingesetzt, ist die stärkste aller Waffen. 30. Breitengrad, Längengrad stark variierend. Mond steht bei. Oh, er ist wohl Astrologe, hä? Vergibt meine Konzentrationsschwäche, aber ich beobachte den Himmel jetzt schon lange.
Jetzt habe ich ein besonders komisches Kribbeln im Nacken und kann nichts erkennen, das näher als der Horizont ist. Das sind eben die Schmerzen der Astrologie, nehme ich an.